Hallo, ich bin Miriam Meyer von Volat. Die Trassenentscheidung für die S18 ist auf die CB-Variante gefallen. Ich höre mir jetzt einmal um, was denn die betroffenen Anrainer in Lustenau dazu sagen. Was sagen denn Sie dazu als Anrainerinnen in Lustenau? Sie werden ja, da Sie im östlichen Teil von Lustenau waren, betroffen Sie von der Schnellstraße S18 nahe. Sagen Sie dazu, dass jetzt die CB-Variante gewählt war? Der Bürgermeister ist ja alles andere als begeistert. Ja, also ich kann mit dem Bürgermeister gerade anschließen. Toll finde ich das natürlich nicht, weil ich die Lage da eigentlich sehr schätze, dass sie einfach ruhig ist, gerade auch für Kind. Und das wäre natürlich nicht mehr so und das wäre nicht so toll. Wären Sie also auch eher dafür die Route gewesen, die der Bürgermeister favorisiert hat, die Z-Variante, für die er sich auch eingesetzt hat? Ja, genau. Ich heiße Eisele Hugo. Ich bin am 13.04.1958 geboren, wohne seit 34 Jahren am Nünner und habe die Damen und Herren da von dem Bodenuntersuchungs- und Vermessungsbüro gesehen und habe ihnen dort schon vorausgesehen, weil heutzutage fehlen mir ja die hirnrissigsten Entscheidungen, dass das dort auskommt. Und bin ich einsamer Rufer in der Wüste gewesen und genau so ist das gekommen. Und ich wünsch mir halt, dass die Gemeinde mit aller zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mittel das bekämpft, Straße hin oder her, weil da dann sind wir hinzwängt. Da ist ein Unterschied zwischen der Autobahn Dornbirn Süd und dort ehemaliges Gasthaus Feldrast, wo es rechts da kommt. Dann ist dazwischen eine leere Fläche. Die Wirtschaft ist natürlich scharf drauf für Industrieboote, dann hätten sie einen Grund, weil Autobahnanbindung, aber das Lustenauer Ried, wo unsere letzte Grönung lang ist und wo man im Rahmen für Umweltpläne hat, wird ja total durchschnitten und ich bin gespannt, wie lange das dauert, weil da das ist Lustenau typisch, hier Historie begriffen, waren sie die ganzen Riedstöcker und Riedstöckli-Besitzer mit Hand und Fuß weder. Und meine unsere Hoffnung ist, dass es aus Kostengründen und Umweltverträglichkeitsprüfungsgründen nicht durchgeht. Ich habe es noch eventuell leichter. Ich wohne 380 Meter entfernt. Und ja, wenn es dann kommt, dann bin ich pragmatisch. Aber hoffe halt, dass es mit der dementsprechenden Auflage, dass der Straßenlärm nicht so zum Hören ist. Aber die Art und Weise ist mehr als wie befremdlich. Und ich finde es halt schade, dass sie der Landeshauptmann Waldner für seinen grünen Juniorpartner, dem Herr Rauch, der war vor sich getrieben, lässt und nicht einmal sieht, was Sache ist. Weil nach dem überflüssigen Sager vom Ecker hat er ja den sofort beendet, oder? Und der Rauch ist einmal eingeladen gewesen im Gemeindebesitz ehemals Karlerladen an der Dornbirner Straße und hat nichts Besseres gewusst, als wie als Gast seine überflüssig politische Meinung dartun. Also schauen wir, was kommt. Aber das kann er sicher nicht sein, weil dann sind wir eingekeilt von, oder?